Hallöchen, liebe Freunde, hallo da draußen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir haben heute mal wieder ein Escape Room am Start. Ich persönlich liebe ja Escape Rooms. Falls ihr diese auch mögt, lasst mir genau jetzt einen Daumen nach oben da auf dieses Video. Dann können wir das gerne auch öfter machen. Ansonsten natürlich auch kostenlos abonnieren hier unter dem Video, ganz, ganz kostenlos. Und ihr verpasst keine weiteren Videos. Die Glocke könnt ihr natürlich auch gerne aktivieren. Wir legen jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Wir geben unser Bestes, um aus dem, ja, eingesperrten Raum hier rauszukommen. Wir sind tatsächlich eingesperrt, denn das Ganze heißt, hier steht es nirgendwo, aber es heißt locked, also wirklich eingesperrt. Und hier können wir das Ganze beginnen. Hier haben wir Rules, aber ich denke mal, das sind immer die gleichen wie immer, Game Mode 2 und so weiter. Da hat sich eigentlich nichts verändert. Credits können wir auch nochmal einblenden. Locked, a map created by Ludo E. Benny. Und ja. Oder heißt er Ludo E. Benny? Ich weiß nicht. Ich dachte, das E steht für und. Ist mir auch egal. Wir klicken auf Begin und starten das Ganze. Wir sind 0, 2, 3, 4, 5, 6. Warum geht es immer höher? Und wie hoch geht's? Bis 7. Okay, es ging bis 7 hoch. Die Frage ist, warum? Also, hier ist schon mal nichts hinter versteckt. Vielleicht eine Kiste oder so? Auch nicht, ne? Nee, okay. Hier ist nichts. Dann schmeiße ich es wieder weg. Hier kann man noch nicht raus. Das heißt also, wir müssen wahrscheinlich... Oder ist das der einzige Raum, aus dem wir raus müssen? Hier oben ist auf jeden Fall was. Kann man da hochgucken? Ja, aber... Oh, ich sehe eine Crafting Bench. Ist das ein Knopf da oder ist das ein Zaun? Ich weiß es nicht. Man kann es nicht erkennen. Sieht aber auch nach einem Knopf aus irgendwie. Keine Ahnung, kann auch was anderes sein. Wir gucken einfach mal weiter. Das muss wahrscheinlich hochgezogen werden, damit wir die Kiste öffnen können. Hier hinter ist nichts. Hier hinter auch nicht. Okay, also... Oh. Was hat sich verschoben? Da ist eine Kiste, Moment mal. Wir haben schon mal ein Wait. Ein Wait. Wofür steht das? Wahrscheinlich, also, Moment. 3,45 steht hier, wenn ich den Button drücke, okay. Also Wait wahrscheinlich als Gewicht, um das hier zu aktivieren. Jetzt ist nur die Frage, also ich weiß nicht, kann ich das damit aktivieren, aber ich denke mal, das ist nicht erlaubt. So, hier drunter ist aber noch eine Kiste. Okay, wir haben noch einen Wait. Das lasse ich mal hier liegen, weil das, glaube ich, nicht erlaubt ist. Was macht das denn jetzt schon wieder? Alter, wir passieren so viele komische Dinge und keiner weiß, was bedeutet. Okay, aber wir haben ja Waits. Moment, wir legen jetzt einen hier drauf. Wir legen einen hier drauf. Und wir selbst, ist da drunter was? Ne, gehen hier drauf. Und dann wird das Ding hochgeschoben und wir haben noch einen Wait. Wunderbar, okay. Können wir schlafen? Stimmt, das wäre auch eine Möglichkeit. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, können wir, aber es ist nichts passiert. Alles klar, okay, hier drunter ist auch nichts. Also hier haben sich schon viele kleine Versteckchen gezeigt, gebildet und so weiter. Nur wir müssen noch an die Kiste drankommen. 3,45, was soll das denn bedeuten? 3,45, sehen wir hier draußen was? Nee. Hm, hier hoch komme ich auch nicht. Das ist aber auch kein Knopf, sondern ein Zaun, sehe ich jetzt gerade hier rechts. Okay, dann heißt das schon mal, damit habe ich mich vertauscht. Was macht das, ist die Frage. Moment. Ich drück mal. Es passiert, glaube ich, nichts, oder? Nee, okay. Keine Ahnung. Okay, jetzt bin ich komplett überfragt. Also, wir haben das mit den Weights alles ausprobiert. Und jetzt ist klar, dass das, das und das plus meiner wenig... Ach so, nee. Die drei machen es ja schon aus. Die schieben das hier hoch. Gut. Das ist ja schon mal ein Vorteil oder was Gutes, aber... Was mehr müssen wir denn noch machen? Zur Hölle mit euch! Ich habe keine Ahnung. Wir müssen das hier irgendwie wegbekommen. Und wir müssen wissen, was 3,45 heißt. Hat das was mit den Koordinaten zu tun, 3,45? Nee, kann eigentlich nicht sein. Oder 345? Nee, da kommen wir auch nicht hin. Okay, ich bin überfragt. Keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Hier kommen wir nicht an die Kiste ran. Und keine Ahnung, was es bedeuten soll. Kann ich die... Ding jetzt aufmachen? Nein. Ich würde auch gerne wissen, was passiert, wenn ich den Button drücke. Moment, was? Ja, okay, ne. Ich glaube, wenn ich alle Teile hier drauf habe und dann den Button drücke. Doch, da passiert was. Moment. Es ist was passiert. Das war richtig, das war richtig. Leute, das war richtig. Moment. Das Ding schiebt sich zurück. Und da ist eine Axt. Die kann abbauen. Glas. Wunderbar. Alter, wie wir jetzt zufällig darauf gekommen sind. Kein Witz, ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert.
Oh mein Gott, okay. Die Axt hat eine Durability, beziehungsweise null. Ich kann nur eine Sache abbauen. Glas, also nehme ich mal an, dass es das Glas hier ist. Jawohl. Und wir haben einen Key. Mit diesem Key können wir die Tür öffnen. Jawohl. Sehr nice. Läuft, läuft. Es läuft immer besser. Jetzt müssen wir weiter gucken. Da ist ein Komparator. Kann sein, dass wir hier Redstone drauf platzieren werden können. Oder irgendwie sowas in der Art. Oder eine Redstone-Fackel. Keine Ahnung. Irgendwie sowas zumindest. Jetzt schauen wir aber allerdings mal weiter. Der macht schon mal nichts. Okay. Gut. Was ist hier drin? Fuse. Oh, eine Redstone-Fackel, wie ich es gerade gesagt habe. Und hier eine Schallplatte. Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können, Leute. Logischerweise. Alles andere wäre ja natürlich auch dumm. Und hier kommen wir hier ran. Nee. Kann ich das hier hinsetzen? Nee. Gut, ist hier noch was drin? Nein, in der Toilette ist nichts. Dann versteckt sich, denke ich mal, hier auch nichts weiteres mehr. Hoffe ich mal. Okay, ja, Fuse. Das kann ja auf nichts platziert werden. Und ich kann es auch nicht hierhin platzieren. Das wäre eine Möglichkeit gewesen, aber... Nun gut, wir müssen weiter gucken. Trichter und Lampe. Oh mein Gott. Die Lampe ist weg. Die Lampe ist weg. Wo kriege ich jetzt die Lampe wieder? Nein, die Lampe ist weg. Okay, das war's mit der Lampe. Fuse. Oh mein Gott. Ich hoffe, wir benötigen die nicht. Alles andere wäre natürlich jetzt tragisch. Hier drunter ist nichts. Hier auch nicht. Der Raum gefällt mir. Also ich finde es ganz cool. Oh mein Gott, hier ist die Fuse. Moment. Wir schmeißen das hier rein und hier kommt es wieder raus. Ne, jetzt hat sich was bewegt. Ich habe was gehört. Irgendwas habe ich gehört, Leute. Das kriegen wir auch nicht auf. Ich habe was gehört. Hier muss irgendwas passiert sein. Da, ein Buch. Hier liegt ein Buch. Code. Original. Code for the Hideout. Okay, jetzt haben wir den Code bekommen. Und mit diesem Code müssen wir wahrscheinlich, ja, rauskommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. In verschiedenen Farben dann. Okay, nur wie bekommen wir jetzt verschiedene Farben? Die Lampe leuchtet irgendwie ab und zu. Okay, keine Ahnung warum. Hier passiert nichts. Ich weiß immer noch nicht, warum. Also ich habe die Lampe ja einfach nur aus Spaß. Oh mein Gott, jetzt leuchtet es hier blau. Warum leuchtet es hier blau? Puh, Trichter. Kann ich hier die Schallplatte reintun? Ne, dann passiert nichts. Okay. Was hat es mit dem Code auf sich? TikTok. TikTok, TikTok. Die Uhr. Moment. Hier war doch im ersten Raum eine Uhr. Hm, aber... Das kann ja auch nichts bedeuten. Kann ich die rausnehmen? Ja, aber das zeigt mir jetzt nicht viel an, also... Wird mir wahrscheinlich nichts bringen. Ich denke mal generell, hatten wir die Kiste schon? Ja, das war die gleiche, die man auch auf der anderen Seite öffnen konnte. Puh, das ist jetzt die Frage. Hier irgendwie ist ja noch was. Also hier müssten wir irgendwie noch hochkommen. Und, okay, nee, wir wissen ja mittlerweile, was der Button macht. Aber das ist ja nicht zufällig da, wenn ihr wisst, was ich meine. Haben wir hier irgendwo einen Schallplattenspieler? Das wäre auch nochmal ein Hinweis. Ich gucke nochmal hier oben hin. Weil man ja natürlich auch... Akzente setzen kann mit einem Schallplattenspieler, beziehungsweise man kann halt Sachen einstellen. Ich weiß nicht, wann sich die Farbe ändert oder was wir machen müssen, damit sich die Farbe ändert. Einfach nur draufdrücken oder wie? Und wo müssen wir den Code denn hier rein? Ach, keine Ahnung. Also es verändert sich, wenn man draufdrückt. Wir haben jetzt beide hier blau. Oh mein Gott. Okay, ich mach mal beide schwarz. Es waren beide am Anfang schwarz, kann das sein? Ich weiß es nicht, es dauert aber ein bisschen, bis sich die Farbe dann ändert. Wir brauchen beide schwarz. Ja gut, also wir können natürlich jetzt vieles hier umstellen und so. Gelb, grau, jetzt müsste es dunkelgrau werden, oder? Jo, es wird dunkelgrau, okay. Und danach wird es blau, danach grün, danach pink. Das ist die richtige Reihenfolge. Glaube ich zumindest. Grün und danach, nee, das ist falsch rum. Hä? Ich check's nicht. Oder hat das was mit der Uhrzeit zu tun? 3:45, also 3:45. Das könnte was bedeuten. 3 wäre jetzt dieses dunkle Grün. Das müsste jetzt eigentlich gleich kommen. Dunkles Grün. Ja, das ist das. Und die 4 wäre dann das türkise Blau. Das müsste nach dem Grünen kommen. 3:45. Also es macht meiner Meinung nach Sinn. Nur, Moment, nach dem Grün kommt dieses Blau genau. Und jetzt brauchen wir nur Rot. Die Frage ist, wo bekommen wir Rot her? Wir können ja nichts anderes mehr ändern. Wir haben hier keinen anderen Wolleblock irgendwo am Start. Okay. Fragen über Fragen, sage ich da nur. LOL! Irgendwas ist passiert. Ich habe einfach nur random ausgetestet und irgendwas passiert. Was sind das denn für Farben? Grün, 3 und dunkelgrau.
3 und 9, was hat denn das? Ach, 3 und 4 plus 5 sind 9. Yo, da muss man aber auch erstmal drauf kommen. Es war wirklich komplett Zufall. Ich habe einfach irgendwas gedrückt. Aber was ist passiert? Ach, das Ding ist hochgegangen. Und ich habe ein Redstone. Genau wie ich am Anfang befürchtet hatte. Das kann ich jetzt hier draufsetzen. Und jetzt ist irgendeine Tür aufgegangen oder was ist passiert? Ich habe nichts gehört. Leitern! Nice! Und jetzt können wir auch hier hoch. Das macht Sinn. Okay, und jetzt haben wir hier einen CD-Spieler. Jawohl. Wie ich sagte, kann man hier irgendwie an die Kisten rankommen? Ne, hier ist auch noch nichts, ne? Sonst ist hier auch nichts. Ah, ich muss sie aber leider drin behalten. Moment, ich tue sie mal rein. Ja, ich lasse lieber offen, nicht, dass ich danach nicht mehr rauskomme. So, dann haben wir hier ein Main-Door-Key. Key und Main-Door-Key. Das sieht doch stark danach aus, als hätten wir das Rätsel gelöst, oder? Alter, das war aber eine schwere Geburt. Am Ende zwar ein bisschen zufällig, aber wir haben es geschafft. Moment, ich hoffe es. Main-Door-Key und... Bam, 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 bam. The beats has fled in 15:45. Also Leute, ich habe 15 Minuten und 45 Sekunden gebraucht. Wahrscheinlich, denke ich mal. Das macht Sinn. Ihr habt es wahrscheinlich jetzt ein bisschen zugeschnitten gesehen. Aber trotzdem, war eine coole Map, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Respekt an Ludo E. Benny. Und ja, ich hoffe, man sieht öfters mal ein paar gute Maps von dir. Ich hoffe, die Map hat euch auch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal kostenlos, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Danke fürs Zuschauen. Euer Beats.